Heute haben wir einfach den krassesten Beruf gespielt. Okay, ehrlich gesagt war ich trotzdem kriminell. Aber so habe ich unendlich viel Geld gefarmt. Also wenn ihr 2, 3 Freunde habt, dann könnt ihr genauso viel Geld wie ich farmen. Und das ging richtig schnell. Am Ende hatte ich einfach eine riesige Summe. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Geld es geworden ist, schaut euch das Video jetzt unbedingt an. Und Freunde, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Jo, Freunde! Wir sind heute mal mit Schokovitamine und Ritamine am Start. Okay, Freunde, wir sind heute Medics. Naja, okay, die sind Medics. Und ich bin einfach ein Fake-Medic. Ich sehe so gut getarnt aus, ihr seht es. Ja, man erkennt es ein bisschen an der Hose und ein bisschen am Träger oder am T-Shirt. Aber ich glaube, auf den ersten Blick fällt das natürlich nicht so perfekt auf. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, nutzen wir das direkt aus und werden auf jeden Fall mal ein bisschen ausrauben. Und hier drüben ist einfach direkt ein Dealer. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Plus machen, weil guck mal, wie viel wir Minus gemacht haben. Okay, meine Aufgabe ist es, die beiden lenken immer alles ab und ja, wir fahren jetzt einfach mal rum. Und wir fahren jetzt als Nottaster rum. Und zur Not, wenn wirklich Polizei Stress macht, habe ich natürlich noch meine Waffen, die ich nutzen kann. Und mal gucken, wie viel Geld am Ende hier steht. Noch steht 0 Euro. Das ist echt nicht viel, Leute. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal aus. So, die müssen sich natürlich ein bisschen unauffällig verhalten. So, wir müssen trotzdem noch mal ein paar Kekse kaufen. Oh Mann, ey, jetzt habe ich Kekse gekauft, aber gib mir das Geld direkt wieder. Okay, warte mal, da ist Polizei. Okay, Freunde, wir tun mal so, als wenn wir ganz normale Notärzte sind. Okay, er fährt einfach wirklich, oder? Freunde, lass ihn bitte jetzt losfahren. Okay, Freunde, wir nutzen jetzt die Möglichkeit aus. Der Polizist ist ein bisschen weggefahren da. Wir rauben mal direkt hier aus. Ich glaube, das ist eh auch nur Polizist. So, wir rauben... Wisst ihr was, Freunde? Wir rauben auch heute nur Sachen aus, die uns wirklich auch Geld bringen. Also wir wollen nicht den Juwelier oder so. Wir wollen nur gestohlenes Geld haben, damit wir auf jeden Fall am Ende vergleichen können, wie viel wir tatsächlich bekommen haben. Ja, weil leider vom Juwelier, das können wir nur verkaufen und dann sehen wir es nicht so 100%. Okay, hier haben wir jetzt 3K oder so bekommen. Ich würde sagen, wir fahren los und... Alter, es geht direkt weiter. Junge, okay, und jetzt kann die Polizei mich ja nicht mal mit Stopsticks anhalten. Und komm, wir machen heute Speed ausrauben. Oh mein Gott, warte mal, was sind das hier für welche? Einfach Polizist, ne? Okay, Junge, wir sind Notarzt. Was wollt ihr eigentlich von uns? Haha, edgy bitch. Also die Polizei würde nie einfach mal so einen Notarzt hinterherfahren. Das würde auch gar keinen Sinn machen, ehrlich gesagt. Oh, nö, ne? Warte mal, stopp. Und, oh, Junge, oh mein Gott, wir sind direkt neben dem Polizisten, Alter. Verbrecher, Junge, wir tun einfach mal so und... Hey! Okay, egal, wenn der Polizist abgehauen ist, dann nutze ich das direkt aus. Alter! Okay, let's go. Komm. Jo, das Geld ist raus. So, kriegen wir... Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo mehr bekommen oder manchmal weniger. Also, von was ist das abhängig? Ist das davon abhängig, wie lange man das nicht mehr ausgeraubt hat? Ich habe ehrlich keine Ahnung und... Yo, es sind schon gleich 6K einfach. Und die Polizei hat bis jetzt noch keinen Schimmer, wo der Verbrecher ist, dass ich es bin. Okay, ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Junge, das macht jetzt schon Spaß. Und yo, warte mal, die Polizei kommt. Okay, wir steigen mal aus und wir gucken einfach mal und... Hä? Der Polizei denkt sich so... Hä? Es geht weiter. Ich würde sagen, wir werden nicht aufgeben. Wir werden alles ausrauben, was es auf den Zoll gibt. Ich glaube, die Polizei wird auch denken, hä? Wieso ist die ganze Zeit hier was ausgeraubt? Und dann stehen da immer nur Medics. Junge, das macht so viel Spaß, ey. Also, wenn ihr ein paar Freunde habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall unbedingt auch machen. Denn ihr müsst mir das echt glauben, das macht so viel Spaß. Und es geht weiter, Junge, einfach die ganzen Medics fahren weiter. Als nächstes würde ich sagen, nehmen wir einfach mal oben beim Schmuggler, also diesen Hafen, diese Container. Denn ich habe ja eh noch 6 Bomben mit, die kann ich gleich noch verbrauchen. Und oha, hier wird einfach jemand verhaftet, aber... Unser Auto könnt ihr nicht kaputt machen, edgy badge. So, da vorne fährt noch ein Notarzt. Ey, Kollege. Wir sind doch Freunde, hallo, moin. Okay, der fährt einfach nach rechts rum, keine Ahnung. Vielleicht wurde das ja auch gerade ausgeraubt hier. Naja, wir gucken einfach mal. Hier vorne sind ja die Treppen. So, okay. Ein Container sieht noch gut aus. Wir gucken mal. Wir tun einfach so, als wenn wir Medics sind und jemanden retten wollen. Okay, wir hoffen einfach mal, dass die Polizei jetzt nicht so schnell kommt. Okay, warte mal. Ich weiß gar nicht, woran... Ich glaube, nee, den können wir gar nicht nehmen. Denn der hat nämlich so eine Bretter davor. Wir müssen einfach mal den anderen gucken, ne? Okay, beide sind nicht machbar. Mano. So, die paar Medics gehen aber wieder runter. Wir müssen wieder an die Arbeit. Junge, okay. Ey, einfach Schokovitamine einsteigen und ab geht die Post. Nun sind wir gleich auf jeden Fall bei der Osso-Tankstelle. Ich hoffe auf jeden Fall, die kann man ausrauben, denn ich habe auf jeden Fall ein bisschen Hunger nach Geld. Ich brauche ein bisschen Geld und... Oh nee, da steht gerade ein Auto. Mann, ey, nee, ne? Junge, warte mal, aber jetzt können wir mal gucken, ob die Polizei denkt, dass ich Verbrecher bin. Okay, warte mal, kann ich eigentlich seine Reifen zerschießen, Freunde? Ich weiß es gar nicht. Jo, was?
Spaß. Ich zerschieße einfach die Reifen von dem, der Arme, Alter. Okay, wir fahren mal weiter zum Hofladen. Der ist nämlich auch gleich hier um die Ecke. Und ey, Mann, nachher kommen wir auf jeden Fall noch zur Bank. Ich hoffe, wir werden nicht geschnappt. So, der Hofladen ist direkt hier um die Ecke. Okay, bitte, bitte sei noch auf jeden Fall machbar. So, wir fahren mal ran. Und ich steige schon mal direkt aus. Let's go, wir gehen rein. Ja, Energy, habe ich auf jeden Fall noch genug? Bitte, bitte, lass uns ein bisschen was da haben, okay? Junge, wir sind hungrig auf Geld. Das sieht einfach so komisch aus. Wenn hier 3 Pfunde Medic sind. Und Alter, hier ist so viel Geld rausgekommen. Ihr glaubt das gar nicht. Junge, Schokovitamine. Okay, hier ist Polizei. Moin. Okay, ich würde sagen, wir steigen mal ein. Ich sitze schon drinnen. Let's go. Und wir fahren mal weg, Junge. Okay, er hat zwar geschnallt, aber egal. Er kann uns einfach nichts tun, ne? Ich meine, der Fahrer kann jetzt ganz entspannt fahren. Solange wir keinen Unfall bauen, können wir auf jeden Fall die ganze Zeit fliehen. Der Notarzt wird einfach von der Polizei verfolgt. Wie sieht das denn aus? Und die tun sich irgendwie selber ausnocken. Ja, moin, hier kommt der Notarzt. Was wollt ihr eigentlich von uns? Haut mal ab, Mann. Wir sind nur ganz normale Medics, ja? So, wir fahren auf jeden Fall hier mal den Kreisel entlang. Und ey, die werden bestimmt geschrieben haben, hier ist so ein Fake-Medic unterwegs. Das Ding ist, was wollen die eigentlich jetzt? Die können doch eh nichts. Junge, Alter. Ey, unser Fahrer ist richtig gut. Die nocken sich hier übelst selber aus. Junge, Alter, was machen die für Crashes? Okay, Freunde, wir halten mal mit Absicht an. Mal gucken, was der Polizist so macht. Ich bin mal gespannt. Wird er aussteigen? Junge, Alter, wie einfach hinterher rennt der Arme. Okay, so, Junge, die machen ihre eigenen Autos kaputt. Okay, ich glaube, die haben sogar von uns abgelassen gerade. Okay, ich werde auf jeden Fall mal gucken. So, wird der Polizist wieder kommen? Okay, warte mal, der Polizist ist einfach hier. Okay, wir sind wieder eingestiegen. Tschüss, Polizist. Ich glaube, langsam hat er keinen Bock mehr. So, wir gucken mal, ansonsten ist die Welt richtig schön, Freunde. Der versucht das einfach immer noch. Der fährt uns ganz zivil hinterher. Als wenn wir nicht wissen, dass das der Polizist ist. Okay, warte mal, einer ist drinne. Ey, Junge, was will der Polizist bei uns drin? Aber ich habe eine Idee. Wir können ihn einfach gleich rausschmeißen. Und dann knocken wir den aus. Okay, wir müssen ihn nur zu einem geeigneten Platz bringen. So, okay. Ich würde sagen, Alter, wir könnten... Oh mein Gott, hier vorne? Sag jetzt nicht, hat er mir da gerade alles ausgeraubt. Okay, Freunde, ich habe ihn mal ausgenockt. Junge, jetzt wird gleich safe die Polizei kommen. Aber ist mir egal. Wir sind einfach 3 Medics. So, wir gucken mal. Ich würde sagen, wir schauen mal hier oben nochmal in der Hoffnung, dass auf jeden Fall alles auszurauben geht. Okay, Freunde, man kann das hier wirklich ausrauben. Okay, ich lege hier eine Bombe hin. Okay, Freunde, ich habe gehört, dass der Polizist kommt. Und ich bin versteckt. Let's go. Jetzt greifen wir an und... Yo! Okay, Freunde, er hat auf jeden Fall gut Leben verloren. Und... Oh nein, er schießt zurück. Er schießt zurück. Und okay, Junge, jetzt habe ich ihn. Ha, endlich habe ich ihn. Okay, nice. Nehmen wir gleich noch das Geld mit. Das kommt davon, wenn du mich die ganze Zeit verfolgst. Das war echt böse von ihm. Also jetzt mal im Ernst, Leute. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Ich guck mal direkt, ob die andere Seite auch noch möglich ist. Weil ich will unbedingt mehr Geld. Und yo, oh mein Gott, okay. Bei der anderen Seite, oh mein Gott, okay, da ist Polizei gekommen. Aber ach, ist egal, Freunde. Ja, Polizei, ach, was soll die schon machen? So, wir nehmen das mit. Oh mein Gott, sogar noch ein Katana-Messer. Und er schreibt auf so Polizei. Polizei? Ja, dann soll der Polizei kommen, ey. Ganz ehrlich. Jo, oh mein Gott, okay, es geht weiter. Wir hatten jetzt einfach gerade 2 bis 3 nur Polizisten und wir müssen es weiter ausnutzen. So, da ist auf jeden Fall der Fake-Medic und, ja, der normale Medic. So, wir kriegen mal wieder ein bisschen Geld. Guck mal. Insgesamt habe ich jetzt einfach schon, oh mein Gott, 15.000, wenn ich die Sterne abgebaut habe. Ich hoffe auf jeden Fall, jetzt kommt keine Polizei, aber... Junge, wer will bitte schon einen Rettungsdienst noch festnehmen? Ist doch wohl logisch. Okay, jetzt kommt Polizei. Und Junge, was denkt er sich wohl, hä? Wir sind Polizisten, was willst du? Der hat eine Babo-Mütze auf? Junge, warte mal, Alter, ich glaube, ich mache den... Nee, okay, wir fahren einfach weiter. Lass die auf jeden Fall immer erstmal den Medic angucken, beziehungsweise eigentlich gar keinen von uns beiden angucken. Ich habe auch nochmal extra gesagt, dass er auch so mittendrin stehen soll, weil dann... Sieht es vielleicht so aus, als wenn er auch vielleicht kurzzeitig der Fake-Medic ist? Und ich würde sagen, wir fahren weiter, Junge. Ey, ich glaube, das ist der krasseste Money-Glitch in ganz Nordhof Hamburg. Und es geht weiter. Ey, ich höre erst auf, wenn hier 30.000 steht, ne? Mindestens. Ich will unbedingt ganz, ganz viel Geld verdienen. Okay, ist es eigentlich Geld verdienen oder ist es einfach nur die ganze Zeit Geld klauen? Ey, Junge, was macht der denn? Junge, Alter, habt ihr das gesehen? So, schnell ausrauben. Ja, wir haben ja auf jeden Fall genug Ausdauer. Ich hoffe natürlich, jetzt kommt kein Polizist, der uns schnell oder so tasert. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das sind alles nur Polizisten hier auf dem Server. Okay, der eine war ganz gut, aber naja. Bei solchen Sachen darf man auch mal ein bisschen lügen, Freunde. So, okay, die letzten 200er Scheine einsammeln. Zur Not habe ich auf jeden Fall noch eine Waffe. Ich werde mal alle nachladen. Nicht, dass ich nachher wieder irgendwelche Probleme habe. Und, okay, wir haben alles ausgeraubt. Es geht weiter.
Jo! Okay, der Hofladen ist auch noch am Start. Bitte lass uns was ausrauben können. Und oh nö, hier wurde gerade ausgeraubt. Naja, dann fahren wir halt zur Osso-Tankstelle. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles schon abgeklappert. Und danach kommt das große Finale, denn ich werde versuchen, die Bank auszurauben. Oh, bei neuen Polizisten kann man das mal ruhig ausprobieren. So, bitte lass uns hier wenigstens ein bisschen Geld bekommen. Ich brauche auf jeden Fall nämlich noch ein bisschen und natürlich, es passt. Okay, wir locken jetzt theoretisch die ganzen Polizisten hier hin. Okay, Freunde, und wir werden jetzt sogar noch einen Notruf gleich machen, sobald ich mein Geld eingesammelt habe. Denn wir schreiben einfach Notruf hier, dann wird die ganze Polizei hierher fahren und wir fahren in der Zeit einfach zur Bank. Okay, warte mal, wir schreiben einfach als Notruf schnell. Okay, und nun abgesendet, wir fahren jetzt zur Bank. Das heißt, die ganze Polizei fährt wahrscheinlich hier hin. Und wenn wir bei der Bank sind, sind die alle bei der Osso-Tankstelle und wir können locker easy die Bank ausrauben. Also so ist mein Plan. Ob der natürlich in Erfüllung geht, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe, er kommt uns wieder hinterher. Och nö, ne? Okay, Freunde, wir haben einen Trick gemacht und er versucht jetzt. Und let's go. Es funktioniert. Und nein. Okay, Freunde, er steht einfach hinter der Wand. Ich sehe ihn. Also ich weiß, dass du da bist. Nein. Ich muss nachladen. Nachladen und Junge, er rennt einfach weg und ja! Er ist ausgenockt. Edgy Badge, hast du davon? Nun gut, jetzt können wir zur Bank fahren. Und ha, er ist einfach gelieft. Oh mein Gott, ich glaube, er ist so böse auf uns. Ist er einfach noch eine Feuerwehr oder Polizei oder Rettungswagen, was auch immer? Oh mein Gott, okay. Jetzt kommt das allergrößte Finale. Wir müssen es perfekt vorbereiten. Wir stellen das Auto direkt zum Fluchtweg ab. Okay, hier vorne ist direkt Polizei, ich weiß nicht. Hast du uns ein bisschen kleine Schwierigkeiten bereit, ne? Der Fluchtwagen steht auf jeden Fall bereit dort hinten, ne? Und das heißt, wir müssen jetzt nur noch ganz normal reinlaufen, ohne dass es Polizei mitbekommt. Wenn wir das schaffen, dann können wir nämlich mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Bombe legen und alles ausrauben. Okay, Freunde, es passt. Wir sind auf jeden Fall schon mal drin, ne? Ich knall mir auf jeden Fall nochmal ein Energy schnell rein. So, bitte lass jetzt nur noch die Bank ready sein. Och nö. Manu, ich wollte es jetzt ausrauben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die ganze Zeit warten sollen, denn ich habe schon 25.000. Die zu verlieren wäre echt, ja, das wäre echt traurig. Aber ohne die Bank auszurauben wäre auch irgendwie nicht das Richtige, oder? Mir wurde anscheinend gesagt, dass man angeblich auch hier hinten einbrechen kann. Ehrlich gesagt wusste ich das gar nicht, aber ich würde sagen, da die Bank jetzt wieder grün ist, muss ich, glaube ich, die Bombe hier ablegen, oder? Es ist doch genau hier. Und da fährt einfach ein Polizist lang. Nichts da. Wir sind ganz lieb, ja? Wir sind lieb, Polizist. Vielleicht ist es auch netter. Okay, Freunde, wir probieren es. Wir legen einfach eine Bombe hier hin. Bitte. Lass es der richtige Spot sein. Und let's go. Okay, es hat nicht funktioniert. Wir legen einfach mal ein paar Bomben. So, irgendwo muss es doch funktionieren. So, Junge, ich weiß nicht. Also, wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann ist es auf jeden Fall ein Mythos, der nicht funktioniert. Okay, Leute, also, wenn das jetzt nicht genug Bomben sind, damit es funktioniert, ist es irgendwie falsch. Und... Oh mein Gott, warte mal. Hier ist ein Polizist, aber er checkt es nicht. Jo, warte mal. Okay, warte, ich greife ihn einfach an und... Jo, okay, Alter. Super, danke. Okay, der Polizist hat einfach alles gecheckt und... Er versteht einfach nicht. Er versteht die Welt nicht. Er hat's gecheckt. Aber, jo, ich greife ihn einfach an. So, komm. Snipe ruhig. Ja, du hast keine Chance. Oh. Okay, jetzt snipe ein bisschen und... Hab ich ihn? Ich weiß nicht, Freunde. Nee, ich hab ihn nicht. Nein! Das kann nicht sein. Okay. Bin wieder aus dem Gefängnis raus. Nein! Ich habe mein ganzes Geld verloren und insgesamt 26.000! Aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, dass man mit diesem Job, okay, mit Kriminellsein einfach mega, mega viel Geld verdienen kann. Aber die Gefahr ist natürlich übelst hoch, dass ihr auf jeden Fall gefangen werdet. Mann, ey. Irgendwie tut mir das ein bisschen leid. Ich habe so viel Geld ausgegeben. Für Bomben und so? Und nun wurde ich einfach... verhaftet. Na toll. Aber Freunde, wenn ihr auf jeden Fall gerne mehr mit Schokomine sehen wollt und natürlich mehr coole Videos, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.